Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Gravity Rush 2. Wir sollen die Karte öffnen, sagt das System zumindest die ganze Zeit, und da haben wir sogar Sachen. Oh mein Gott. Nur. Stimmt, das ist ja wie. Das ist ja wie Teil 1. Es gibt immer ein paar Gesprächsoptionen. Hauptstory. Und Nebenmissionen, und die werden wir definitiv machen. Vor der Hauptstory. Wir werden uns erstmal das Ding hier gönnen. Probleme über Probleme, das ist natürlich für mich uninteressant. Wer bist du denn? Wem guckt er? Naja. Dieser Händler, Fogo, ist eine miese Laus. Ich frage mich, was Lisa jetzt tun wird. Sie bürdet sich immer ein Problem allein auf. Könnten wir ihr diese Bürde doch nur irgendwie erleichtern? Vielleicht weiß Misai Rat. Sui. Ja, es klingt, als würde sie damit nicht allein fertig. Ich werde damit allein fertig. Neuigkeiten, Share-Foto, Option. Bin ich gerade auf Option gegangen oder auf Share? Auf Option. Ankündigungen sind das doch bestimmt. Alter. Ernsthaft? Ich hab die Kostüme bekommen gerade. Neuigkeit ist. Special Mining Offer. Achso. Ist ja auf Englisch. Aber die Bilder zeige ich euch wenigstens. Kann ich irgendwie. Nee. Entschuldigung, musste gerade niesen. Jetzt sagen sie ja noch die ganzen Gegner, die wir bis jetzt schon fertig gemacht haben. Okay, okay. Nee, Moment. Das hatten wir auch letztes Mal schon. An die erinnere ich mich. Wieso wird denn das nicht. Wieso wird das wieder als neu angezeigt? Wahrscheinlich hat das beim Speichern nicht mehr gezählt. Das ist natürlich kritisch. Und dann gehen wir die jetzt nochmal schnell durch. Den kennt ihr ja die Bilder sowieso schon. Aber das noch nicht. Neues Kostüm. Catsuit erhalten. Drücke, um in den Fotomodus zu gelangen und es zu verwenden. Ah. Militäruniform. Ah, Moment. Das sind aber nicht die Kostüme, die ich freigeschaltet habe. Das sind die aus Teil 1. Das sind die aus Teil 1. Aber Fotomodus. Ich kann keinen Fotomodus benutzen. Das scheint nicht der Fotomodus zu sein. Nee. Was passiert eigentlich, wenn ich den Share-Knopf drücke? Das. Gut, dass ich da noch nie drauf war. Da wollte ich jetzt nicht hin, ich wollte hier hin. Wahrscheinlich können wir den Fotomodus einfach noch nicht benutzen. Den lernen wir erst noch. Wieso laufen wir eigentlich? Chips. Kennen wir die Steuerung überhaupt nicht? Wäre die Welt doch nur. Nicht mit X bestätigen. Ah, ein Unglück kommt selten allein. Die Probleme häufen sich nur. Hat er mit dem dritten Auge, auch wenn es ein Knopf ist. Wäre die Welt nicht so, wie sie ist, hätte Lisa nicht all diesen Ärger. Tja, wäre die Welt nicht so, wie sie ist, könnten doch wohl viele Dinge wahr sein. Eigentlich anders. Wieso wahr? Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Bin ich doch blöd zu. Ah. Und beschwer dich nicht. Hui. Und los geht's. Hui. Zack.
Auf einen Drink mit Lisa. Hat sie bestimmt angesagt. Wenn Lisa traurig ist, ertrinkt sie ihren Kummer. Ich mache mir Sorgen um sie. Und das Zeug, das sie trinkt, hat's in sich. Sie sollte vorsichtig sein. Ja, ich glaube, in dem billigen Fussel ist nicht viel Gutes drin. Alter Schwede. Der billige Fussel ist aber... Von dem kann man so viel trinken. Das ist auch schön. Ich verstehe ihr Problem nicht. War ja klar. Was brauchst du denn? Traumpuppe, Engelspuppe. Okay. Das ist bestimmt die Engelspuppe. Angel, du bist so schön mit deinen weißen Schwingen. Ich wäre gern wie du, aber ich bin nur ein Feigling, der alleinständig im Weg steht. Ich glaube, allen hat sie nicht allein. Sassy spricht mit ihrer Puppe. Sassy, alles klar? Was treibst du denn so? Naja, Lisa hat gesagt, ich soll den Vogelstand ausmisten. Brauchst du Hilfe? Nein, das geht schon. Ich muss selbst erledigen, sagt Lisa. Na schön. Ne, Mission geschafft. Sassy, die Tür ist offen. Oh, nicht schon wieder. Einer ist weggeflogen. Das würde ich jetzt nicht als Fliegen bezeichnen. Es war so klar. Oh, oh shit. Achso, ich muss nur gegen es fliegen. Das ist ja... Ich muss das irgendwie mit Kreis dann fixieren, dass ich dann damit wieder zurückschweben kann. Irgendwie sind alle weg, habe ich das Gefühl. Oh nein, die anderen Enden sind auch verkauft. Bei dem Sprung habe ich vor Angst vergessen, auf die anderen Enden zu achten. Und einer der Enden hat Angel mitgenommen. Dabei soll ich sie doch beschützen. Ah, okay. Warte hier, ich werde die Enten einfangen und deine Puppen finden. Ach, vielen Dank. Entenjagd. Suche die 6 fehlenden Enten, indem du dich in der Siedlung umsiehst und die Ohren offen hältst. Wenn du eine Ente hörst, durchsuche die nähere Umgebung. Wenn du auf die Ente stößt, packst du sie automatisch. Oh Gott. Mit Hören. Das... Oh, ich habe eine gehört. Das ist aber wahrscheinlich die hier. Hier ist mit Sicherheit... Keine. Okay, die Ente hört man definitiv, aber hier ist einer. Einfach überlaufen habe ich sie. Fährt da mit Sicherheit noch eine runter. Ach, ich brauche die noch nicht mal zurückbringen. Die sind dann automatisch hier wieder. Das ist doch schön. Dann könnte das doch noch entspannt werden, die Mission. Habt ihr Ente gesehen? Ich habe noch gar nichts gehört und die sagt, oh, was für ein Geräusch ist hier. Hm. 4 Enten verbleiben. Bitte warten Sie. Der nächste Mitarbeiter wird gleich für Sie bereitstehen. Beziehungsweise die nächste Ente. Da hinten ist eine. Aber erstmal hier gucken. Da hinten ist bestimmt auch eine. Hm. Na gut, gehen wir erstmal dahin, wo wir wissen, wo einer ist. Das klingt für mich logisch. Ja. Zack. 3 Entonnen noch. Hui. Habt ihr das hier gerade auch gesehen? Hier war doch gerade irgendwas. Mysteriös. Warte, war das? Nein, das war keine Ente. Hier ist auch keine Ente. Vor allem, ich höre überhaupt keine. Nur die am Anfang konnte ich hören. Vielleicht sollte ich einfach mal die Fresse halten.
Da ist eine. Ich will noch wetten, diese, dass sie auf dem verbotenen Platz eine ist. Das wäre sonst voll witzlos. Und keine ist nah aneinander. Also, wenn hier, wenn ich hier eine habe, müsste weiter weg denn eine sein. Wahrscheinlich ist auch auf dem Dach irgendwo eine. Gleich hab ich's. Ich will einfach nur mal gucken. Müsste enden. Ah, alles klar. Und dann sagt er mir, ey, hör mal auf damit. Sollst du Enten finden? Sag ich doch. Und da war eben noch keine. Boom. Puh, das waren jetzt alle Enten. Und hier ist auch Sissys Puppe. Angel. Das muss die Ente gewesen sein, die sie mitgenommen hat. Boah, richtig weggeboxt. Einfach gegengeflogen. Sissy. Ich habe die letzte Ente gefunden. Und das hier. Vielen Dank, Cat. Tut mir leid wegen der Unannehmlichkeiten. Nicht doch. Ich mache doch gerne deine Arbeit. Irgendwie mache ich nichts als Ärger. Deshalb helfen wir einander doch auch. Die Enten sind zurück. Du hast eine Puppe. Alles ist in Ordnung. Bi-ba-bo. Du freust dich sicher, dass deine Puppe wieder hast. Sie war alles, was ich hatte, als ich zuerst in Abanga ankam. An die Zeit vor meiner Ankunft hier kann ich mich nicht erinnern. Es fühlt sich an, als ob sich mich besser kennt als ich mich selbst. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich selbst nicht kennt. Denk nicht mehr an die Vergangenheit. Du bist Sissy. Das ist alles, was zählt. Ich frage mich, ob der zweite Teil der letzte ist. Und wir zu Hause endlich ankommen. Im ersten Teil hat man ja erfahren, dass man von dort oben runtergefallen ist und wahrscheinlich eine Art Prinzessin war. Und zum Ende hin hat man ja dann ich glaube sogar einen kurzen Einblick gesehen. Oder zumindest irgendwann im Laufe des Spiels. Das weiß ich. Haben wir nur noch die Hauptmission? Das ist ja schade. Hauptmission, bestandene Prüfung. Welche Prüfung? Was stinkt denn da so? Die sich schon wieder einen billigen Fussel in den Drachen jetzt steckt. Nicht so laut, ich gehe ja eine wichtige Arbeit nach. Bitte sei ganz leise. Ich hätte eine Idee. Kennst du das verbotene Land? Wenn es da so viel Erz gibt, reicht einmal vollladen und wir können einen Schnauzbart auszahlen. Wo hat die Brille her? Glaubst du, das ist so leicht? Das ist eigentlich nicht so ein grundverbotenes Land. Verbotenes Land. Ich schicke keiner meiner Leute in so eine Gefahr. Guckt die sich da gerade das verbotene Land an? Hey! Hey! Was hast du? Überlass das dem Gravitationsschifter. Wogegen ich schon alles gekämpft habe, lässt die Skarabäen in verbotenen Land wie Kuscheltiere aussehen. Ehrlich, ich kann das Training gebrauchen. Und? Du brauchst das nicht allein zu machen. Sieh mal. Irgend so ein Typ hat gerade die Tür geöffnet. Du. Episode 3. Bestanden der Prüfung. Steht da unten das dann nochmal auf Chinesisch? Oder ja. Da gibt es mit Sicherheit einen Unterschied. Kat, ich kann uns nicht noch tiefer runterbringen. Schaffst du es von hier? Oh, sie ist runtergefallen. Klar, überlass den Rest rück mir.
ob er im verbotenen Land ihre Freundin ist? Boah, hier sieht's ja komplett anders aus. Das ist ja nice. Bei einem Namen... Alter, das schallt ja richtig. Bei einem Namen wie das verbotene Land hätte ich mit etwas Gruseligerem gerechnet. Aber das hier ist... voller Luxus. Wieso ziehen wir nicht hier runter? Vor allem Setzer. Egal, ich kann nicht nur hier herumstehen. Ich muss eine Tonne... Tonne. Du mich auch. Tonne Erz für die Bangheitssiedlung sammeln. Ich sollte lieber die Tafeln suchen, die Sid erwähnt hat. Was für Tafeln? Jene, die die Lehren der Tafeln befolgen, erfahren großes Glück. Oder so ähnlich. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich fange lieber mal mit der Insel an, die vor mir liegt. Meint ihr die da? Die da? Die da hinten? Hat meine Katze gerade gehört, miau.